Steiermark ist im Fußballfieber. Und das, obwohl der Fußball eigentlich schon Pause macht. Nicht aber so der Schulfußball, denn die 6 besten Mannschaften der Steiermark sind vor kurzem in Moskirchen angetreten, um ihren Landessieger zu küren. Mit dabei unter den Top 6 war natürlich auch die Mannschaft der NMS Moskirchen. Es ist eigentlich wirklich sensationell, aus einer sehr kleinen Gemeinde, einer großen Schule, einer bekannten Schule, dass hier wirklich dieser Sport sehr hoch gehalten wird, über Jahrzehnte eigentlich, kann man sich in der Spitze behaupten und heute ist es wieder möglich, unter den 6 Besten zu sein. In der neuen Mittelschule Moskirchen ist zugleich ja auch das Leistungsausbildungszentrum des Steirischen Fußballverbandes beheimatet. Doch das allein ist laut Bürgermeister Engelbert Huber nicht der Schlüssel zum Erfolg. Wir haben ja schon gute Fußballspieler und ein gutes Mannschaftsspiel gehabt, als es diese Zusammenarbeit mit dem Fußballverband noch nicht gegeben hat. Also glaube ich, es ist ein guter Boden für sportlich Aktive, aber auch für kulturell Aktive. Die Leistungen, die in Moskirchen von den Schülern abgeliefert wurden, waren enorm. Spielerisches und vor allem technisches Können wurden fortwährend unter Beweis gestellt und das, obwohl es sich um keine eingespielten Vereinsmannschaften handelte. Das sind reine Schulmannschaften. Die Jugendlichen, die hier heute da sind, die sind Schüler dieser jeweiligen Schulen. Die kommen aus Weiz, die kommen aus Schwamberg, die kommen, glaube ich, aus Trofeiach und aus Moskirchen. Aber sie besuchen diese Pflichtschule und sind natürlich großteils, nehme ich an, schon bei Vereinen auch tätig, weil sonst wäre es wahrscheinlich so nicht möglich. Aber es sind ganz normale Pflichtschüler. Der Landessieg ging schließlich an die Sportmittelschule Graz-Brucknerstraße. Wir gratulieren aber natürlich allen zu den hervorragenden Leistungen.